Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch hier zum Wetter aus meinem kleinen Auto an diesem Donnerstag. Im gefühlten Herbst sind wir jetzt angekommen. Ja, es ist grau, es ist nass. Das Einzige, was fehlt, sind die bunten Blätter. Und kühl ist es auch noch. Jetzt mit dem Start in den Juli, in die zweite Jahreshälfte. Es ist ganz schön spät geworden. So schnell ging das schon wieder. Ist es wirklich gefühlt Herbst geworden bei uns in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen? Vor allem ist es nass geworden im Osten Niedersachsens, in Scharnhorst. 35,9 Liter auf den Quadratmeter gefallen. Binnen der letzten 24 Stunden. Das ist schon gut für die Natur. Die kann aufatmen, die freut sich und die braucht das auch. Liebeburg 34,5 und Braunschweig hat 27,5 Liter pro Quadratmeter. Ist also ganz ordentlich. Nach Westen hin kam nicht ganz so viel runter. Eher so Nieselregen oder es blieb trocken. Jetzt aktuell regnet es hier vom Emsland bis in den Fechterraum. Eher so sporadisch in Schauerform, mal ein bisschen kräftiger. Dann allerdings Richtung Hannover und dieses Gebiet, was da liegt, zieht jetzt runter Richtung Hessen und wird dann dort auch noch mächtig Regen bringen. Hinter diesem Regengebiet, was jetzt aktuell in Hannover liegt, da wird es dann zum Nachmittag von der Nordsee her immer mehr aufbröseln. Das heißt, da kommt die Sonne raus. Bis zum Abend erreicht dieses aufgelockerte Gebiet so in etwa das mittlere Emsland und auch so eine Linie knapp südlich Oldenburg-Bremen. Das heißt, hier durchaus möglich, dass die 20 Grad heute nochmal wieder erreicht werden. Alles südlich davon im Dauergrau und mit Regen 13 bis 18 Grad maximal heute. Mehr ist da nicht drin. Aber dafür wird es morgen besser. Sonne-Wolken-Mix, ganz sporadisch, wenn überhaupt mal ein Schauerchen und dann schon auch wieder bis zu 23 Grad an Rhein und Ruhr. Der Rest liegt ebenfalls bei 19 bis 21 Grad, die sich ja dann mit Sonnenschein auch wieder deutlich wärmer auf der Haut anfühlen als das jetzt hier. Ne? Also das wird schon wieder angenehmer sein. Und am Samstag ebenfalls 27 bis 28 Grad eben durchaus möglich. Vor allem in NRW, in Niedersachsen dann 21 bis 24, teils 25 Grad. Sonne-Wolken-Mix von Abend dann aus den Benelux-Ländern heraus wieder Schauer und Gewitter möglich. Wann genau die dann reinkommen, ist natürlich noch unsicher. Aber es ist jetzt schon wieder absehbar, dass das Ganze wohl nicht sonderlich stabil schön bleiben wird. Aber nun gut. Es ist auf jeden Fall immer mal wieder ein bisschen Warmluft dabei. Da können wir uns auf jeden Fall ja nicht beschweren. Das war es eigentlich von mir. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ganz kurz, kompakt und knapp. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Macht was draus, trotz des Wetters. Ich gehe jetzt gleich erstmal noch eine Runde spazieren im Regen.